Wir haben unsere Printwerbung komplett eingestampft und haben uns hauptsächlich auf unseren Online-Bereich, diesen Sektor einfach erweitert. Wir konnten durch die A&M unseren Umsatz deutlich steigern. Wir haben in den ersten 3 Monaten 36.000 Euro mehr Umsatz erwirtschaftet, wobei wir erst Anfangsphase sind, um weiter, diese Umsatzergebnisse auch auszubauen. Mein Name ist Steffen Bellmer. Ich bin Geschäftsführer vom Küchenstudio Bellmer in Nauer. Seit 1990 baue ich unser Unternehmen auf. Wir sitzen in Halle an der Saale. Wir sind auf die A&M aufmerksam geworden, da wir im Küchenstudio lange Zeit immer das Problem hatten, ordentliche Frequenz in den Laden zu bringen. Und haben versucht, andere Wege zu finden, um die digitalen Medien besser zu nutzen, quasi wie Facebook, Instagram, unsere Internetseite, um dieses besser präsent zu halten. Das war der Grund, dass wir andere Wege gegangen sind und A&M mit ins Boot geholt haben. Das Beratungsgespräch war mit A&M sehr intensiv, was Neukundengewinnung betraf. Und das ein interessanter Aspekt war, um unsere Verkäufer bzw. unseren Laden auch dementsprechend auszulasten. Ja, viele Unternehmen haben das Problem ihrer Auslastung. So. Und neue Kunden zu akquirieren bzw. Zu kontaktieren auch. Und das ist ein Tool, was wir dafür nutzen können, um, hier eine bessere Frequenz im Laden zu bringen. Ja? Und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens eben nicht nur bezogen auf Halle zu unterbreiten, sondern auch über die Grenzen hinaus, also einen größeren Umkreis an Kunden zu gewinnen. Das Problem war jahrelang, genug Kunden zu akquirieren, in den Laden zu bekommen. Und wir sind durch die digitalen Medien im Prinzip auf A&M aufmerksam geworden und haben gesehen, dass wir da unseren Umsatz sehr gut generieren können, um auf unseren Gesamtumsatz, auf unsere Zahlen zu kommen. Es fällt uns dadurch bei Weitem einfacher. Für mich war das, lange Zeit eine Sache, wo ich nicht dran geglaubt habe. Und habe mich eines Besseren belehren lassen. Ja? Also auch, und es zeigt auch anhand der Leads, die wir bekommen und auch an den Kunden, die heute diese digitalen Medien ganz anders nutzen, natürlich, dass das auch der richtige Weg war, dort auf dieses Thema zu setzen. Ja?